Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio in Space Age. Und wie ihr sehen könnt, bin ich zurück auf Nauis. Und wir sind dabei, die nächste Mission, die nächste Raumkolonie vorzubereiten. Darum gehen hier einige Raketen ab in den Himmel. Und wenn wir hier schauen, da gibt es auch eine Weltraumkarte. Und ich habe mich entschieden, der nächste Planet wird Gliba sein. Und was wir hier sehen, da haben wir Solarenergie, ist 50% in der Atmosphäre. Das ist halb so viel, wie wir hier auf Nauis haben. Aber ich denke, Solarenergie dürfte wahrscheinlich der Start sein für die Energieversorgung. Was wir auch wissen müssen ist, Gliba hat Feinde und die sind ähnlich wie die Würmer passiv, wenn wir sie nicht angreifen, aber anders als auf Vulcanus gibt es auf Gliba eine Art Verschmutzung, aber nicht die, die wir hier haben, sondern die Verschmutzung ist getrieben durch die Sporen und die biologischen Prozesse, die wir dort wahrscheinlich aufbauen müssen. Aber zuerst müssen wir hier unser Raumschiff mit allem Möglichen bestücken. Und ich habe hier auch etwas mit dabei für Dampfmaschinen, dass wir eine Alternative zu Sonnenstrom haben. Denn ich denke, für eine große Expansion wird das nicht reichen. Und da müssen wir dann effektiv auf Gliba schauen. Was haben wir zur Verfügung, um unsere Kolonie aufzubauen und am Leben zu halten. Aber ich glaube, bis dahin ist noch ein bisschen ein Weg. Drum nächstes Segment, wenn wir bereit sind, rüber zu fliegen. Das Raumschiff ist fast vollständig beladen und wir haben noch etwas Platz. Und ich denke, da werde ich diesen Platz nutzen, um noch ein paar zusätzliche Gegenstände rüber zu transportieren. Aber weil wir darauf warten, schauen wir mal hier rüber zu Vulcanus. Denn was wir hier sehen ist, wir haben nicht allzu viel Kunststoff und das ist ein Problem, das uns schon lange beschäftigt, denn dadurch haben wir nicht wirklich viel rote Schaltkreise, was heißt, wir haben wenig blaue Schaltkreise, was heißt, unsere Frequenz, mit der die Raketen starten, ist im Wesentlichen abhängig von wie schnell wir die blauen Schaltkreise produzieren können. Aber in der Zwischenzeit haben wir die Kohleverflüssigung erforscht. Und wenn wir das uns anschauen, hier mit der vereinfachten Kohleverflüssigung bekommen wir 50 Schweröl raus. Mit der Kohleverflüssigung, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, bekommen wir 90 Schweröl raus und geben 25 Schweröl wieder zurück. Das heißt, unter dem Strich bleiben uns 65 Schweröl. Kohle verbrauchen wir gleich viel und wir brauchen da etwas Dampf, aber Dampf bekommen wir einfach aus Schwefel
Säure und Kalzit raus. Somit sollte das nicht wirklich ein Problem sein. Und da bekommen wir dann auch Leichtöl und Flüssiggas. Und das können wir dann ausspalten, wie wir dies bisher auch schon tun. Und ich habe das Setup hier auf dieser Seite mal geplant. Allerdings sind uns da noch ein paar Klippen im Weg, bis wir das dann vollständig anschließen können. Aber damit sollten wir in der Lage sein, ausreichend Kunststoff herstellen zu können. Und dann können wir das Setup hier drüben in die Pension schicken. Das Raumschiff ist gepackt voll mit Material, das wir hoffentlich auf Gleba benutzen können. Und dann versuchen wir da mal rüberzukommen, ohne allzu viel Schaden zu nehmen. Und in Gleba angekommen, werden wir entladen und das Raumschiff dann gleich wieder zurückschicken, damit wir mehr Material holen können. Denn für die zweite Runde brauchen wir etwas ein etwas anderes Setup. Denn wir wollen da ja wieder eine Raketenplattform aufbauen und Raketen starten können. Und ich gehe davon aus, dass wir nicht gleich von Anfang an auf Gleba in der Lage sein werden, da die Materialien uns so zu holen, wie wir sie brauchen. Im Orbit angekommen sehen wir, dass die Energieproduktion hier in der Umlaufbahn von Gleba nicht ausreichend ist, um hier alles vollständig zu versorgen. Aber ich denke, sobald wir hier dann unsere Tanks wieder voll haben, wird sich das etwas geben. Aber lasst uns doch einfach mal da nach unten gehen und dann auch die Landeplattform nachholen. Und dann können wir hoffentlich dann Raumschiff den Frachtlandeplatz, den holen wir uns auch noch. Und hier haben wir verschiedene Dinge, die wir abbauen können. Das ist unser Frachtlandeplatz. Den werden wir hier irgendwo platzieren. Und dann können wir sagen, hole mir alles für die initiale Kolonie. Und dann wird das Raumschiff entleert und wir können es zurückschicken. Und in der Zwischenzeit gehe ich mich hier mal etwas umsehen, was wir denn hier so haben. Es ist ein sehr vegetativer Planet. Das ist etwas, was wir ernten können. Das sind die Kupfersteine. Aus denen können wir Kupfer erzeugen.
Und ich glaube, es müsste auch irgendwo etwas Analoges für Eisen rumliegen. Ah, hier haben wir das Pendant für Eisen. So wie es aussieht, haben wir hier mehr drin, als wir da verpacken können. Dann sammeln wir das einfach mal auf. Und packen das in Kisten nebenrein. Aha. Das war's. Okay, und der nächste Schritt ist, wir müssen Nährstoffe herstellen. Ich denke, dafür gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Fabrik oder sonst was, ein Landwirtschaftsturm. Ein Heizturm. Ah, aus Unrat können wir Nährstoffe herstellen. Unrat haben wir hier. Kann ich das in meinem Inventar machen? Ja. Aber ich glaube, wir brauchen hier 500 Unrat dafür. Ah, genau, das sind 500. Und wenn ich 10 herstelle, dann habe ich hier die Biokammer. Und mit der Biokammer müsste das Ganze dann etwas einfacher sein. Das heißt, ich werde hier erstmal noch ein paar Dinge abbauen, welche mir Unrat geben. Und dann kann ich die Nährstoffe herstellen. Für die Herstellung von der Biokammer brauchen wir Nährstoffe, die wir herstellen können, aber wir brauchen auch ein Fünfbein-Ei und das bekommen wir hier von solchen Laichzellen und zumindest mit den mit meiner Laserverteidigung ist das nicht allzu schwer. Wir haben 5, was uns da fehlt, sind Nährstoffe. Die bekomme ich aber nicht hier raus. Ich brauche etwas Unrat. 10 Unrat geben einen Nährstoff. Und dann können wir hoffentlich da mal die erste Raffinerie oder wie auch immer wir das das nennen wollen aufbauen und so hoffentlich in eine Situation kommen, wo wir uns die Materialien, die wir benötigen, herstellen können und wir nicht Raubbau an der Natur hier machen müssen. Aber wahrscheinlich als Seiteneffekt von dieser Herstellung
werden wir da dann möglicherweise Aliens unlocken. Die verschiedenen Varianten der fünfbeinigen Geschöpfe. Aber wir werden sehen. Ich kann hier mal so ein Ding bauen. Wir werden auch brauchen ein Solar-Setup. Habe ich das noch irgendwo hier drin? Nein. Dann gehen wir das kopieren. So. Wir machen das mal hierhin. Habe die Solarpaneele in der Tasche. Aber offenbar weder Umspannwerke noch Akkumulatoren. Und wie wir wissen, die Solarproduktion hier auf Gleber nicht wirklich die beste. Aber möglicherweise können wir hier mit der Produktion von natürlich nachwachsenden Rohstoffen irgendetwas hinbekommen, das wir dann verfeuern können und so unseren Strombedarf decken. Denn ich hoffe, ich habe hier irgendwo auch große Strommasten. Die müssten eigentlich auch irgendwo mit da drin sein. Hier. Und denn dann können wir da mal eine kleine Schmelze aufbauen. Wir haben ziemlich viel Erze. Die wir hier umwandeln können in was auch immer wir brauchen. Und das sollte keine, oder die Verschmutzung aus den Öfen spielt hier auf diesem Planeten keine Rolle. Hier haben wir sie. Und dann machen wir das mal so. Wir haben etwas Holz hier. Dann packen wir hier Eisenerz rein. Hier packen wir das rein. Hier packen wir Stein rein. Und das ist dann für Eisen. Sehr schön. Und wenn wir jetzt hier das anschauen. Können wir hier Biokammern produzieren? Oder hier allerlei anderes? Okay. Ah,
Das ist auch eine Alternative, um an für die Ölverarbeitung. Aber hier die meisten Dinge stellen Nährstoffe her. Aber wir brauchen auch irgendetwas, das wir als Substrat nutzen können, sodass wir mehr Unrat rausbekommen. Und wahrscheinlich versteckt sich das hinter dem Landwirtschaftsturm. Mit dem Landwirtschaftsturm können wir möglicherweise die ganzen Gewächse züchten. So dass wir hier eine nachhaltige Pipeline aufbauen können. In der Zwischenzeit habe ich mir einige Biokammern und Landwirtschaftstürme zusammengebaut, so dass wir da mal schauen können, was können die machen. Wir können hier Saatgut reingeben und dann gehe ich davon aus, je nachdem, was wir sehen, können wir dann auch ernten. Und das scheint der Bereich zu sein, den sie abdecken. Und sobald wir hier unsere Farmen aufbauen, habe ich das Gefühl, dann kommen auch die Fünfbeiner etwas mehr in Kontakt mit uns. Ich habe hier mal etwas weiter aufgedeckt und da oben habe ich einen großen gesehen, da unten habe ich einen gesehen und da drüben auch. Und denke, für nächstes Mal müssen wir schauen, wie bekommen wir eine Produktion hin für Energie. Denn das, was wir hier aus Solar bekommen, das wird nicht ausreichen. Aber was ich gesehen habe, wir haben hier einen Holzturm, wo wir so ziemlich alles verfeuern können, was wir da haben. Und das, worauf ich mein Augenmerk geworfen habe, ist Kohlenstoff. Denn Kohlenstoff hat 2 Megajoule Brennwert und wir können den aus 6 Unrat herstellen. Und Unrat hat nur 250 Kilojoule. Also das heißt, Unrat 6 Stück, das sind 1,5 Megajoule in 2 Megajoule. Aber für die Umwandlung brauchen wir auch etwas Energie. Und ich denke, mit dem ganzen Prozess werden wir einiges an Unrat abbekommen. Und hier über die Eisenbakterien und die Kupferbakterien kommen wir an Kupfer und Eisenerz hinzu, denn wenn die Bakterien verderben, werden die zu Erz und als Nebenprodukt haben wir Kupfer. Aber all das werden wir uns nächstes Mal anschauen, denn wir haben hier erstmal Fuß gefasst
und sind immer noch am Leben und warten auf die zweite Lieferung von Nowis mit mehr Material, welche uns das Leben hier erleichtern wird. Also bis dann und tschüss!